get no gunshots, but they getting low, 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 low. Der Schiedsrichter pfeift dieses Spiel an. Souverän, er hat den Ball. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Sie wählen in diesem Spiel ein 4-4-2 mit Raute, mit einem offensiven Mittelfeldspieler als Gabay. Gut, macht er ihn. Da ist er drin, ein tolles Tor. Und hier nochmal die Wiederholung des Tores. Klasse Aktion. Er ist da hellwach, holt sich den Ball und macht ihn dann doch noch rein. Keeper natürlich bitter. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Sie sind jetzt also in Führung, 1-0. Cristiano Ronaldo vorbei am Gegenspieler. Den hält er super. Da war er noch dran und es gibt Eckball. Komplett misslungene Ecke, der fliegt ins Seiten aus und jetzt gibt's Einwurf. Und damit sind sie am Ball. Schießt er ihn rein. Klasse aufgepasst vom Torwart. Da nimmt er ihm den Ball ab. Sehr gutes Tackling. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Sie holen sich den Ball. Oh no, Moutinho. Das hat der Schiedsrichter richtig gesehen. Es gibt Freistoß. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Foul war's und dann geht auch die Karte in Ordnung. Das ist die Gelegenheit zum Kontern. Gut aufgepasst, das wäre sonst eine richtig gute Gelegenheit geworden. Weiter geht es mit einem Einwurf. Moutinho jetzt am Ball. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Ein berechtigter Freistoß. Da kann er sich den Ball holen. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Geht er rein? Der Torhüter war dran, reicht aber nicht. Der Ball ist im Tor. Und jetzt ist hier alles wieder offen. Sie können ausgleichen. Also mich würde interessieren, wie lange er für diese Strecke gebraucht hat. Das war ja eine unglaubliche Aktion. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Jetzt Ronaldo am Ball. Jetzt können sie einwerfen. Wird da eine Chance draus? André Gomes. Sie bieten sich an. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Na, nie. Da ist das Tor. Der war nicht zu halten. Und da macht er sein zweites Tor. Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste. Und den Ball hat er sich geholt. Jetzt Cristiano Ronaldo. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Ich
Ricardo Carvalho. Da zieht er ab. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Der Ball geht ins Aus und damit die Chance auf ein weiteres Tor. Muss Einwurf geben. Und nun Giroud. Pogba jetzt. Giroud am Ball. Da kommt der Schuss. Keine Gefahr, der Torwart hat den Ball locker. Evra. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Und er geht an ihm vorbei. Und er schießt. Da war er schon wieder mittendrin. Ja, hier trifft er zwar nicht, aber zwei Treffer hat er schon. Das ist eine gute Leistung. Und Giroud. Macht er ihn. Das hätte sein zweiter Treffer sein können. Aber der Keeper ist da. Gut gehalten. Eckstoß also. Mit vollem Einsatz kann er den Ball wegfausten. Sauber und fair vom Ball getrennt hier. Und Ronaldo. Sanja. Pogba jetzt. Und nun Carvalho. Da kommt die Anzeige zur Nachspielzeit. 3 Minuten gibt es obendrauf. Der Angriff könnte was werden. Olivier Giroud. Er zieht ab. Zur Pause haben wir eine ganz enge Führung. Ein Tor nur. Geht da noch was? Glaub schon. Wir haben das gut. Alle sind bereit. Die zweiten 45 Minuten stehen an. Und Ronaldo. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Schussversuch. Und wieder ein Foul. Sieht er jetzt die zweite gelbe Karte? Und jetzt sieht er die zweite gelbe. Keine Diskussion in dieser Szene. Mit Gelb-Rot runter. Cristiano Ronaldo. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Ganz klar, da muss er Freistoß pfeifen. Rami. Der Verteidiger stört ihn. Da gibt er Freistoß. Gute Möglichkeit. Der Schuss war nicht besonders, er geht weit vorbei. So kann es gehen. Sie sind optisch überlegen, haben auch, das sehen wir hier gerade, häufig aufs Tor geschossen. Aber trotzdem können sie nicht. Ja, ist ja klar, Wolf. Du musst die Dinger machen, du musst die Chancen nutzen. Nun João Moutinho. Etwas später und er ist frei durch, aber so ist es abseits. Jetzt Evra. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Vorteil ist angezeigt, gut vom Unparteiischen. Und Giroud. Jetzt unterbricht er ihr Spiel.
Ja, weil da ein Spieler liegen geblieben ist. Das sieht nicht wirklich gut aus. So, und jetzt reicht der Unparteiische dem Spieler. Noch die gelbe Karte hinterher. Er wollte einfach den Vorteil abwarten, macht das genau richtig. So, geht weiter mit Schiedsrichterball. Und der verletzte Spieler ist mittlerweile vom Feld. Nun Kabay. Er bekommt die Unterstützung. Da zieht er ab. Klasse gemacht, stark geblockt. Da war er noch dran. Und es gibt Eckball. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Jetzt João Moutinho. Und jetzt Griezmann. Nun Kabay. Griezmann jetzt. Gute Grätsche. Sie haben den Ball. Payet. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt hat er den Ball. Super Flanke. Giroud, den Kopfball hat er. Klasse gemacht. Gar nicht einfach, denn der war wirklich gut. Er schießt. Super Einsatz vom Torhüter. Ecke, jetzt wird's gefährlich. Weiter geht es mit einem Einwurf. Eliseo. Macht er ihn. Und drin. Von der Latte aus geht er da rein. Unterkante Latte und dann drin. Da passt da aber auch gar nichts mehr dazwischen. Das ist eine enge Kiste. Der kann ja auch rausspringen. So ist es ein klasse Tor. Drei-eins heißt es also jetzt. Vierinha. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Und jetzt Kabay. Super mitgespielt, da kommt er ganz schnell raus. Ganz stark. So kann er hier den Treffer verhindern. Jetzt könnte der Pass kommen. Da kommt der Schuss. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Klasse Tackling, da kommt er an den Ball. Da kommt die Anzeige zur Nachspielzeit. 3 Minuten gibt es oben drauf. Gutes Tackling, gute Zweikampfführung. Und nun Payet. Der Ball ist drin. In Unterzahl erzielen sie hier ein Tor. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Ganz so gar nicht, Wolf, aber das machen sie gut. Anstatt sich nur hinten reinzustellen, versuchen sie selbst was nach vorne, hier mit Erfolg. Also ich bin ganz ehrlich, nach dieser Aktion hier, das wäre ja der absolute Wahnsinn, wenn die das noch drehen können. Hier ist richtig Dramatik drin jetzt. Ronaldo! Das macht er gut, den Ball hält er fest.
Ein Torvorsprung hat am Ende gereicht, um dieses Testspiel zu gewinnen. Und viel wichtiger als der Sieg, auch wenn der natürlich...